Hallo und recht herzlich willkommen zum letzten Spiel beim FC Liverpool in der Torwartspielerkarriere. Ich bin's Jan und wir spielen tatsächlich gegen Aston Villa nochmal heim an der Anfield Road. Also wir werden hier jetzt das letzte Spiel im Liverpool-Trikot an der Anfield Road bestreiten. Das ist die letzte Aufstellung. Mané spielt nochmal, Coutinho, Awoniyi, Mate, Klein, Moreno. Unsere Verteidigung ist das Wichtigste und da sind sehr viele mit einem Dreiviertel der Ausdauer am Start. Aber es ist richtig, und das sind die einzigen wichtigen Spiele, Chelsea und Arsenal. Arsenal nochmal wichtig, weil theoretisch können wir auf einen Punkt Abstand diese Saison beenden, was natürlich auch ein Kracher nochmal wäre, wenn Everton das gewinnen würde. Die waren ja super stark im letzten Spiel. Chelsea gegen Stoke City. Stoke City, egal, Chelsea darf 10-1 gewinnen. Aber Hauptsache Stoke City macht, wie gesagt, das eine Tor. Und wir zu null. Und dann, ich hoffe, wir werden wirklich über jedes Tor hier jetzt in diesem Spiel dran gehalten. Also, dass wir hier, ja, alles gesagt bekommen. Weil das ist ja eigentlich der Sinn der Sache, dass alle gleichzeitig spielen. Weil das ist ja die Spannung hier jetzt drin. Wir zu null. Chelsea nicht zu null. Und dann sind wir da nochmal gleich. Und ich bin gespannt, ob wir denn hier offensiv mal ein bisschen nochmal, ich will nicht sagen, mehr reißen können als im letzten Spiel. Aber die offensiv beschäftigen können mal. Das war nämlich im letzten Spiel nicht der Fall. Aber die Gäste, jetzt nicht mehr im Ballbesitz, aber waren natürlich auch direkt erst in die ersten paar Minuten bei uns vorne drin. Nicht gefällt, aber gut. Okay, nicht gut. So, die Gäste über ihre linke Seite im Angriff. Und jetzt gibt es eine Ecke. So, da ist einer ganz abgeschlagen, leider. Das finde ich immer sehr, sehr scheiße. Da kann man dann nicht weit vorne sein. Wenn die so als Pulk stehen, alle quasi, und vielleicht ein paar weiter da hinten, das ist auch nicht so schlimm. Aber wenn einer kurz steht, dann darf man nicht offensiv stehen. Die Gäste scheinen Lust zu haben, unsere Defensive auszuspielen und haben wieder echt enorm viel Ballbesitz. Ich habe das Gefühl, wir sind echt heimschwach geworden. Was ich mir gar nicht erklären kann, wie das zustande kommt. Ah, das war natürlich echt nicht so geil. Wir haben 23 Minuten gespielt und wir halten uns quasi die ganze Zeit in unserer Hälfte auf. Also, wie es schlechter laufen kann, könnte es nicht sagen, bis auf einem Gegentor. Immer über links und sie kommen da immer durch. Das ist unglaublich. Was für eine schwache Seite und boah, was für eine Torgefahr. Zum Glück bei uns rechts daneben, dieser Schuss. Ey, wie schnell das bitte war. Also nicht nur der Schuss, sondern auch der Pass, der da reingekommen ist. Der Pass war ja noch viel stärker gespielt als der Schuss dann, aber der Schuss auch super schnell. Zum Glück neben unser Tor. Ich weiß nicht, ob wir da bei der Geschwindigkeit unten in unserer Ecke gewesen wären. Weil wir standen ja sehr, sehr zentral und der Ball war verdeckt und boah, das ist irgendwie gruselig, wie gefährlich die sind. So, gleiches Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nochmal eine Flanke von Liverpool. Es gibt nochmal einen Wurf für uns. Es gibt 2 Minuten Nachspielzeit. Noch steht's 0-0. Ein Sieg als Abschluss bei Liverpool wäre natürlich auch toll. Dementsprechend würde ich mich natürlich auch über ein Tor freuen, was unsere Verteidigung auch defensiv einstellen würde. Und ich meine, Aston Villa kontert immer über ihre linke Seite uns aus. Und sehr, sehr viele Tore, was mich glücklich macht erstmal. Wo haben wir denn Chelsea? Chelsea ist wirklich die 1-1. Ja, also wenn wir zu 0 spielen, dann sind wir gleich mit Courtois. Oh Gott, das macht jetzt aber auch gerade echt eine Last auf uns. Also, es ist beschlossene Sache. Sie haben aus ihren 2 Spielen kein Spiel mehr ohne Gegentor gehabt. Und wir haben halt 2 Spiele dazwischen auch gehabt, wo wir dann Tore kassiert haben. Aber auch was für ärgerliche Scheißdinger. Alter. Aber nun gut. Darüber darf man jetzt nicht weiter nachdenken. Konzentration wieder ganz hoch.
Martip. Moreno. Klein. Ach, was eine Abwehr. Oh, Scheiße. Kein Wunder, dass wir da rechts so ausgekontert werden, wenn die keine Ausdauer haben. Und unsere linke Seite mit Coutinho, Nsonsi, Moreno, vorne Schmitz-Avoni, das sieht auch nicht gut aus. Oh Mann, ey. Und ich wette nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die in der Verteidigung dauerhaft wechseln. Ich weiß auch nicht, ob wir da gute Wechselmöglichkeiten überhaupt haben. Carlos Sanchez wird bei den Gästen ausgewechselt. Liverpool scheint zur Halbzeit nicht zu wechseln. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mich über einen Wechsel super freuen würde, weil ich nicht weiß, wen wir da auf der Bank haben. Und ich will ja eigentlich auch keinen paar 70er oder 60er Verteidiger da haben, aber sehr nice. Dafür machen wir das hier nochmal. 49. Minute. Der Bann mit den Toren ist im Spiel gebrochen und wir haben es geschafft. Wir führen 1 zu 0. Torvorlagen hier war der Spieler mit Nummer 18 und das Tor geschossen hat Nsonsi. Sein achtes Premier League-Tor. Aber ich habe gar nicht auf das Spiel von Arsenal geachtet. Da könntet ihr natürlich zurückspulen oder ihr habt es da auch schon gesehen. Ich habe es leider nicht kommentiert und nicht drauf geachtet. Ich weiß nicht, vielleicht wenn sie zu 0 stehen. Müsste das bei uns mit der Abwehr, sind wir vielleicht noch die drittbeste Abwehr? Könnte sein, muss nicht sein. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal drauf schauen. Aber dann erst im Livestream. Aber ja, da werden wir nochmal drauf schauen. Auf die Tabelle, wie es dann am Anschluss aussieht. Vielleicht poste ich das auch auf meinen Social Media Plattformen nochmal, die Statistiken zum Abschluss. Aber ich will eigentlich auch nicht spoilern. Das wäre echt auch scheiße, wenn wer meinen Social Media Plattform schaut, bevor er dann die Folge geschaut hat und dann habe ich ihn damit gespoilert. Wäre auch nicht geil. So, die zweite Hälfte. Boah, nächstes Tor, da können wir doch jubeln. Nochmal ein bisschen hier Sicherheit. Und Luis Gustavo, der in diesem Spiel Kapitän ist, 63. Minute, 2 zu 0. Das macht uns immer sicherer. Unsere Abwehr immer stabiler. Aber auch Aston Villa immer aggressiver und offensiver. Was aber auch Lücken für uns geben könnte. Und ich hoffe, wir machen tolles weiteres offensives Gameplay. Wenn jemand schon mal Mannschaftskapitän in der Spielerkarriere war, schreibt mir mal rein, was man alles machen kann als Mannschaftskapitän. Das wäre mal richtig interessant, wenn wer da irgendwie seine Erfahrung darüber reinschreiben könnte. Ich meine, wir werden es wahrscheinlich nie werden, weil wir nie länger als eine Saison irgendwie bei einer Mannschaft sind oder so. Aber mich interessiert das trotzdem, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht dann auch wechseln darf. Die Funktion hat. Also ich glaube zu meinen, dass man immerhin offensiv und alles sowas einstellen kann, was auch ein super Pluspunkt ist, plus Pressing und so ein Zeug. Aber ich glaube auch, also es könnte theoretisch auch sein, dass man das mit dem Auswechseln auch machen kann, aber da bin ich nicht sicher. Oh. Ich meine, wir waren da, aber 75. Minute, sowas muss ich jetzt nicht haben, solche Chancen. Ganz ehrlich. Ah, dann ist es anscheinend nicht so groß. Ich mache den mal rechts einfach zack. Zu Mané. Okay, der läuft erst gar. Ah, er hat ihn aber trotzdem, alles klar. So, die letzten 10 schreckens 10 Minuten werden ihm präsentiert von Hast du nicht gesehen. Und das die letzten 10 schreckens 10 Minuten in dieser Saison. Und die Gäste sind im Ballbesitz in ihrer Hälfte. Jetzt ist die Frage, können sie sich befreien? Sie spielen nicht über links, so wie normal, ganz häufig in diesem Spiel, sondern über rechts. Haben eine Möglichkeit über die Mitte, aber gut abgenommen. Leichtfertige Ballverluste von uns, was die Gäste nochmals zu einer Chance bringt. Nicht die nötige Stabilität, nicht die nötige Stabilität, die ich mir erhofft habe, die das Ganze hier bringen könnte. Bitte den Ball klären, danke. Alter, den Ball klären. Digga. Bekommen.
Pickel, wenn er hier auf mich so zuläuft und zwei Spieler da rumstehen. Weil ich weiß ganz genau, das ist das wieder so eine Sache. Der passt 2 Meter vor mir, läuft am besten noch gegen mich. Der Ball geht entweder ins eigene Tor oder die beiden Spieler sind in der Zeit, währenddessen ich dann wegschießen drücke und meiner dann erst ausholt, so nah rangekommen, dass sie gegen den Ball laufen und der Ball auch ins Tor geht. Und wegschießen ist auch so eine Sache, weil wegen der Doppelt- und Dreifachbelegung man ja nicht nur wegschießen fordert, sondern auch dementsprechend eine Parade machen könnte mit der Taste. Oh, bitte kein Elfmeter. Oh, zum Glück ist es Abseits. 3 Minuten Nachspielzeit noch. Oh, jetzt bin ich gerade auf die Taste hier beim Controller gekommen. Oh. Ja, ich glaub's ja gar nicht. Zack, da können wir nochmal Partylichter partyen lassen. Nice, also die ganzen Informationen, die sehen wir dann spätestens morgen nochmal im Livestream, was Tabelle angeht, was ja alles angeht. Spielerstatistik, Tabelle, was wir für Gruppen dann in der WM haben und so weiter. Ich bin super gespannt, was die Transfers angeht. Transferzeug und so, also gut, ich bedanke mich aber für diesen Support. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Links kommt ihr nochmal zu meinen Social Media Plattformen, die Links sind in der Videobeschreibung. Rechts kommt ihr zur letzten Folge und zur Playlist. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, diese Saison zu verfolgen mit Liverpool. Ich bedanke mich. Haut rein. Ciao.